Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich werke jetzt fast über einem Jahr an diesem Projekt und endlich ist meine allererste kleine Damastmesserserie fertig. Wenn du eines von diesen Messern kaufen willst, dann schau am besten runter in die Videobeschreibung, dort ist alles genau erklärt. Ich finanziere mir damit meinen Schmiedehammer und auch mein Filmequipment. Dieses Video hier ist nämlich zum Teil sogar noch mit dem alten Handy gefilmt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Anschauen vom Video. Zuerst habe ich die Stähle abgeschliffen und gereinigt und mache daraus zwei Stück 20-lagige Damastpakete, die ich dann bei ca. 1200 Grad mit dem Ajax feuerschweiße. Nach dem ersten Feuerschweißen staple ich erneut 5-mal für insgesamt 100 Lagen. Zusätzlich kommen noch 4 helle 75 NI8 Trennlagen dazwischen. Dann wird erneut Feuer geschweißt. Was ich hier vom Stein aus der Esse leere, ist das flüssige Borax. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Die beiden Damastpakete werden jetzt nur mehr verdreht. Die Überfaltungen vom Tortieren schleife ich raus und schmiede die Rillen flach, das ergibt auch ein tolles Muster. Das hier sind die fertigen Messerrohlinge, jetzt wird der Erl geschmiedet.
Nach dem Abschleifen der Rohlinge schneide ich die auch schon grob in Form. Als nächstes schleife ich eine Seite flach und schleife die zweite Seite dann mit meiner selbstgebauten Schleifwalze auf der Drechselbank parallel. Nach dem Anschliff und Clean-up wird jede Klinge bei Härtetemperatur, also 820 Grad, dreimal normalisiert, also bei Luft abgekühlt. Dadurch wird das Stahlgefüge feiner und die Klinge verzieht sich später beim Härten nicht so stark. Das Härteöl habe ich vorgewärmt, jetzt wird bei 820 Grad gehärtet. Den Erl der Klinge habe ich mit der Lötlampe bis zur Blaufärbung angelassen. Er ist der schwächste Punkt der Klinge und wird dadurch weniger brüchig. Dann folgt das generelle Anlassen bei ca. 200 Grad. Hier seht ihr den ganzen Eisenstaub, den ich maschinell von den Klingen weggeschliffen habe. Jetzt geht's von Hand weiter. Aus Bronze fertige ich alle Parierelemente selbst an.
Dass das Fit-Up spaltfrei ist, das ist nicht immer ganz einfach. Manche Teile habe ich zusätzlich im Schmiedeschraubstock geklemmt und dadurch die Brose an die Form des Erls gepresst. Dadurch ist so gut wie kein Spalt mehr vorhanden. Die Griffe werden alle aus unbehandeltem Makassar-Ebenholz gefertigt. Der Erl bekommt kleine Schnitte, damit der Epoxidharzkleber später besser haftet, und die Klinge wird zweimal mit Eisentreichlorid und dann in Löskaffee geätzt. Zwischen dem Griffholz und dem Parierelement habe ich Platz für den Kleber gefräst. Zum Schluss brenne ich in jeden Messergriff mein Logo, und da jedes der Messer ein Einzelstück ist, habe ich sie auch von 1 bis 10 durchnummeriert. We'll be right back.
Vielleicht ist es euch aufgefallen, drei der Messer sind mit Regentropfen damast. Da hatte ich noch ein altes Damaststück von einem anderen Projekt übrig. Zu jedem der Messer werde ich natürlich noch eine Lederscheide fertigen. Die ist handvernäht und besteht aus 3 mm Rindsleder. Ich bedanke mich herzlich fürs Anschauen und würde mich über ein Abo oder ein Like freuen. Ganz besonders freue ich mich auch, wenn mich jemand über ein Messer unterstützen möchte. 2 Mosaik-Damast-Gürtelschnallen aus einem der älteren Videos habe ich auch noch hier rumliegen. Das wird vorerst das letzte Mal sein, dass ich selbstgemachte Sachen hergebe. Ich habe den Aufwand und die Arbeit dahinter echt unterschätzt und bin ehrlich gesagt froh, dass dieses Projekt endlich vorbei ist. Und damit nochmal vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.